Die Stadt hat sich immer noch nicht entwickelt. Sag mal, macht ihr hier auch noch was? Oder seid ihr alle am Kacken? Tut mir leid, dass du warten musstest. Wir verkünden nun das Wahlergebnis. Für mich Jean 25 Stimmen, für Louis 24 Stimmen. Mit einer Stimme Mehrheit wurde ich gewählt. Trotzdem möchte ich Louis bitten, mir bei meiner Aufgabe zu helfen. Außerdem bitte ich euch alle um eure Unterstützung. Ah, okay, jetzt hat sich das erst entschieden. Wir sammeln alle Vorschläge, die die Zukunft dieser Stadt betreffen. Es ist das Ziel aller, dass diese Stadt ein neues Gesicht erhält. Ja, gut. Ich bin ehrlich erleichtert. Dies ist das Beste für die Stadt. Ja, das glaube ich auch. Gut, okay. Ich hoffe, jetzt wird sich die Stadt dann noch mal entwickeln. So in der nächsten Zeit. Denn das wäre schön. Und, ja. Ahoda hat sich auch noch nicht entwickelt. Oh! Oh! Die hat sich jetzt schon entwickelt. Das ist auch nicht schlecht. Da können wir uns gleich mal ein bisschen umgucken. In der frisch entwickelten Stadt. First Ave? Keine Ahnung, Ave. Was wird mit Lore geschehen? Hier steht nix. Hier auch nicht. Händler und Magier. Mal gucken, was sie haben. Händler. Ja, das musst du heilen. Hier haben wir so ein Fatzke. Was haben wir alles? Der Magier hat, glaube ich, auch nichts Neues. Wir könnten aber davon noch ein paar holen. So drei Stück. Yay! So, was ist das? Werkstatt, Handwerker Pierre. Da bin ich mal gespannt. Ich bin Pierre. Ich liebe es, an Maschinen rumzubasteln. Willst du meine Erfindung sehen? Oh. Erfindung? Klingt interessant. Ich kann nun Bilder von Menschen auf Papier festhalten. Kannst du mal stillstehen? Gut. Fertig? Oh. Oh oh. Hm. Naja, ich muss mal noch ein bisschen dran basteln. Das glaube ich auch. Boah. Marcel. Du bereist die ganze Welt? Ich habe eine Frage. Ich würde gerne wissen, ob meine Bilder auch in anderen Städten gefallen finden. Kannst du mir helfen? Ja. Klar, was kann ich für dich tun? Nimm eines meiner Bilder mit auf deine Reise. Wenn du einen Kunstliebhaber triffst, erfrage seine Meinung. Ich kann dir kein Geld geben, aber bitte zeig mein Gemälde herum. Ach, er hält Ölgemälde! So, genug getrellert. Was haben wir hier? Erstklassige Sternendeutung Wahrsager. Oh mein Gott. Er macht eine so billige Werbung für sich. Natürlich das Orakel. Hihi, die Sterne kennen deine Zukunft. Höre zu! Schalalalala. Shalom. Sand, Eis, Berge und Ruinen werden dir in einem Traum begegnen. Toll, klingt nach einem super Traum. Ich glaube, ich schlafe erstmal ein paar Nächte nicht. So, das Innen. Ey, das ist voll innen. Hast du gehört, der König ist tot? Okay, das hatten wir ja schon mal. Wenn du bleiben möchtest, wende dich an die Dame am Empfang. Okay, da können wir wieder mal übernachten. Boah, ich bin müde. Warum ein Mädchen und ein Pinguin? Was weiß ich? Okay, das wäre unser Zimmer, glaube ich. Da ist ein Wuffi. Ich lasse mich nicht abschlabbern. Auf einer kleinen Insel im Norden lebt ein sehr reicher Mann. Ne.
Ich weiß sogar, wo die ist, glaube ich. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Können wir uns auch mal angucken? Dank Jean hat sich Lore gut entwickelt. Ja. Und gut, dass ich ihn gewählt habe. Jean ist toll und ich glaube nicht, dass Luis genauso gut gewesen wäre. Ich heiße Hans. Der Schlüssel zu seinem Erfolg ist die Unterstützung der Wirtschaft. Der internationale Handel wird die Zukunft der Stadt prägen. Wenn die Gesetze geändert werden, kann sich die Stadt entfalten. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 20%. Ja, die Stadt kann, glaube ich, kann die nochmal wachsen? Ja, die kann auch einmal wachsen. Ein schwerreicher Mann lebt an. Er ist ein sehr großzügig und interessiert sich für Kunst. Na, ich habe doch ein Gemälde für kunstbegeisterte Menschen. Oh, wen haben wir denn hier Feines? Möchtest du mit Mutter sprechen? Sie ist nur schwer zu verstehen. Ach, lieber nicht. Wir haben genug Platz, deshalb habe ich mein eigenes Zimmer. Schön. So, tun wir uns noch die Oma an. Endlich frei, das ist gut. Okay. Die blubbert immer nur dasselbe. Luis hilft nun Jean. Er ist kein Trinker mehr. Man merkt, dass die Stadt auch ohne einen König auskommt. Das will man schwer hoffen, ne? Jean hat mich gebeten, ihm zu helfen. Wir haben viel Spaß. Ja, das sieht man. Ihr rennt beide gegen Bücherregale. Es muss ja unheimlich viel Spaß machen. Hallo, wie gefällt es dir, das wiedergeborene Lore? Es steht uns noch viel Arbeit bevor. Ich werde weiter studieren. Wirtschaft, Kultur, soziale Einrichtungen, etc., etc. Ja, schön. Viel Spaß. Ich hoffe, Luis hat seine eigene Bude, sonst müsst ihr beide in einem Bett pennen und das wäre ja wohl mehr als schwul. Kann ich den schon? Ja, genau, das war der. Ein Lehrer. Mary, eine begabte Näherin, arbeitet für Nettie. Ich glaube, das Näher soll Madame heißen. Die fiese Madame Nettie behandelte das arme Mädchen sehr schlecht. Oh. Und du läufst gegen deinen Schreibtisch? Cool. Ich dachte darüber nach, ein Geschäft zu eröffnen. Ein tüchtiger Grundstücksmakler kann hier ein reicher Mann werden. Ja, warum nicht? Na? Es muss ziemlich große Mode sein, in diesem Spiel gegen Schreibtische zu laufen. Also allgemein gegen Tische oder Bücherregale. Ich würde gern ein Möbelgeschäft in dieser Stadt eröffnen. Viel Spaß. So, was sagt uns diese fette Frau? Beim Nordfesterwald sah ich ein Mädchen, das wie Melina aussah. Das kann doch gar nicht sein. So, was haben wir hier? Nettie. Was auch immer geschieht, wir werden nie für die Masse produzieren. Okay, viel Spaß. Die Stadt wuchs, doch mein Leben blieb gleich. Wie langweilig. Oh. Seufz. Vielleicht werde ich auch bald kündigen. Selbst nach dem Tod des Königs fertigt Madame Nettie teure Kleidung an. Keiner will teure Kleidung kaufen. Der Laden wird zugrunde gehen. Ja. Das glaube ich auch. Ich bin Mary. Du reist viel? Dann hätte ich eine Bitte an dich. Willst du mir zuhören? Ja. Welchen Gefallen kann ich dir tun? Danke, ich habe ein paar meiner Stücke hier. Verkauf die Mode in einer anderen Stadt. Sie soll bekannt werden. Kann ich dich um diesen Gefallen bitten? Sicher. Klar, ich nehme deine Kostüme mit. Wirklich? Danke, vielen Dank. Ark erhält Kostüme! Ja.
Gut. Ich habe sogar noch im Kopf, wem man die geben kann. Dazu aber später mehr. Erst gucken wir uns hier noch den Rest an. Ja, Prinzessin Melina wird seitdem vermisst. Vielleicht hat Melina den König ermordet. Kannst du davon ausgehen. Erfrischendes und super lecker. Und verdammt entspannend. Ich habe einen neuen Wein. Willst du ihn mal probieren? Sicher. Ich bin bereit, ihn zu testen. Aber wird er schmecken? Aber sicher, das ist ein Qualitätswein. Genieße ihn. Okay. Ich hab gekotzt, Mann. Wie? Er schmeckt dir nicht? Kann mich überhaupt nicht erklären. Ja, dann such dir eine Erklärung. Lecker. Da ist der hier besser. So. Tschüss. Was hast du denn? Magst du ein frisches Croissant mit 10 Teilen? Ja, okay. Oh, das sieht lecker aus. Ich nehme eins. Lass ihn dir schmecken. Dir scheint es ja zu schmecken. Es gibt jetzt einen lustigen kleinen Bug. Ich kann auf den Tisch gehen. Jetzt achtet mal oben rechts. Er ist weg. Und jetzt gibt es hier so einen lustigen kleinen Bug. Ich kann auf den Tisch drauf, ja. Geh kaputt, du Tisch! Ja. Okay. Habe ich schon als ich das mal so öfters mal gespielt habe, immer lustig gefunden. Pierre ist sehr geschickt. Er hat meinen Anhänger wieder repariert. Schön. Gut, das war's in dieser Stadt. Hier waren wir jetzt schon überall. Wir haben das ganze neue Lore abgeforstet, was jetzt irgendwie Ave heißt, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber die Stadt kann sich noch einmal entwickeln. Und zwar, ich glaube, wenn ich jetzt jeweils für die beiden den Gefallen tue, zum einen das Kunstobjekt an den reichen Mann überbringe und die Kostüme weiter verschenke. Also was heißt verschenke, halt eben drum zeige. Das kann man in dieser einen Stadt machen, wo diese drei Mädchen sind. Drei Mädels. Die sind doch da irgendwo. Da gibt man die Kostüme ab und dann hat man eine Quest auch gemacht. Und hier ist dieser reiche Mann, von dem man gehört hat, in England. Sir Fitz. Cliff, Cliff! Hi. Das ist das Haus des superreichen Magnanten Sir Fitz. Sir Fitz ist sehr... Wie kann er so Fitz heißen? Das klingt... Macht dann weh, dann ist es besser. Ist recht selbstverliebt, aber ungemein großzügig. Ja, warum nicht? Ich bin Sir Fitz, ich bin ziemlich superreich. Ich suche eine nette Dekoration. Hast du nicht eine gute Idee? Geld spielt keine Rolle. Ich habe davon genug. Ich habe auch genug Geld. Ach so, ich muss jetzt das... Ah, genau. Moment. Ich muss mich mit dem Item natürlich ausrüsten. Und es ihm zeigen. Was ist das für ein Gemälde? Es ist wunderbar. Ich muss es haben. Der Preis spielt keine Rolle. Es gehört dir. Das weiß ich. Es ist von Marcel aus Loré. Aus Loré? Ich hänge es gleich auf. Das ist mein Dank. Oh, 1000 Taler bekommen. Nicht schlecht. Huch. Lass dich von ihm nicht ins Boxhorn jagen. Er ist ein Schlitzohr. Er hat mir gerade 1000 Tacken für ein einfaches Gemälde gegeben. Ach, guck mal, da hängt es sogar schon. Sieht das scheiße aus. Dieses Kunstwerk sollte auch viele andere Menschen genießen können. Als Millionär muss ich diesen Künstler unbedingt unterstützen. Du musst herausfinden, wer das Bild gemalt hat. Das weiß ich doch, habe ich doch gesagt. Marcellus Loré. Verdammt. Dass diese Superreichen einem aber auch nie zuhören. So, ich gehe jetzt einfach mal eben noch schnell zurück zu Marcel, um zu gucken, ob er schon Reaktion zeigt. Das wäre natürlich gut.